halt nicht. Dann gehe ich aber erstmal hier unten lang. Was dieses Abteil wohl für Luxus zu bieten hat. Stehen bleiben, ihr Herzchen. Zutritt nur für Schwerreiche und Konsorten, tut mir leid. Von mir aus könnt ihr euch ja gerne mal umschauen und so, aber der Wagen ist komplett reserviert. Der ganze Wagen? Das muss ja Milliardär sein, der damit fährt. Sehr gut möglich. Wer würde nur einen ganzen Wagen in einem solchen Luxuszug für sich selbst buchen? Nun, Professor, das klingt ja fast nach einem Rätsel Ihres Kalibers, nicht wahr? Er fand's wohl nicht lustig. Gut. Ich wollte noch nicht weiter. Ich wollte mich hier noch umgucken, ob hier noch eine Hinweismünze ist. Das sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Hier ist niemand, außer ein verstecktes Rätsel. Sieh dir nur diesen edlen Glasguck an, Luke. Ich bin mir sicher, dass es handgefertigt ist. Wer hätte gedacht, dass ein einfaches Trinkgefäß so extravagant sein kann? Mit einem kühlen Getränk in der Hand, den Sonnenuntergang aus dem Zugfenster zu beobachten. Was könnte entspannender sein? Aber nicht alles, was in Glaskrügen daherkommt, muss man bekömmlich sein. Dazu kenne ich ein gutes Rätsel. Oh, erzählen Sie mal, Professor. Rätsel 23, wohl bekomm's. Zwei Männer, eins und zwei, spielen ein Spiel. Zuerst stellt jeder seinen leeren Glaskrug auf den Tisch. Dann stellt ein Spielleiter einen dritten Krug mit Essig entweder auf Platz A oder Platz B. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Er muss nochmal und nochmal, nach 55 Mal umgießen, muss der unglückliche Verlierer, vor dem der Essig nun steht, diesen austrinken. Angenommen, du wärst der Spielleiter und wolltest, dass eins gewinnt. Müsstest du den sauren Trunk dann auf A oder B stellen? Oh. Okay. Falsch gezählt, würde ich mal sagen. Und jetzt? Damit B. Das ist das Einzige, was noch übrig bleibt. Hm, ob das stimmt? Haha, Kinderspiel! Der Trunk wird 55 Mal umgeschüttet, was eine ungerade Anzahl ist, wo du die Essigkaraffe auch platzierst. Der Essig landet nach einer ungeraden Anzahl stets in jeweils mittleren der drei Krüge. Um einen gewinnen zu lassen, müsstest du also den Essigkrug auf Platz B stellen. Damit nämlich steht der Krug von 2 in der Mitte, was bedeutet, dass dieser in jedem Fall den sauren Trunk erhält. Okay. So. Hinweismünzen. Wenn ich sage, dass ich keine Hinweismünze finde. Hinweismünzen. Er ist auf keine Hinweismünzen. Ja, das hatten wir schon. Tatsächlich. Ah doch, eine Hinweismünze haben wir. Na gut, weiter geht's. So.
Schauen Sie nur, was es hier alles zu essen gibt. Ja, Military Express ist sogar die Küche allererster Klasse. Oh hey, Fahrgäste in der Küche? Bitte entschuldigen Sie, aber das darf ich nicht dulden. Wenn man Sie hier in den schmutzigen Straßenkleidern erwischt, kann ich meine Mütze an den Nagel hängen. Wir sind ganz und gar nicht schmutzig und unsere Kleider auch nicht. Hör mal, Kleiner, nicht so ungut, aber das hier ist nun mal eine Küche, verstehst du? Was würdest du denn sagen, wenn du mir am Ende doch irgendwelche Keime hier reinschleppst? Was würdest du denn sagen, wenn du mir am Ende doch irgendwelche Keime hier reingeschleppt hättest, hm? Sie haben recht. Verzeihen Sie die Störung, ich hoffe, wir haben Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereitet. Oh, na dann, ja, tut mir auch leid. Hey, Moment mal, was ist denn das da? Ein Hamster. Sehen Sie mal, Professor. Unser Paradekoch hält sich wohl ein Haustier in der Küche. Und dann will er uns etwas über Hygiene erzählen. Heiliges Backfleisch, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Glauben Sie mir, ich würde ja nie ein Tier in die Küche lassen, aber der Kleine ist mein einziger Freund. Auch wenn er klein und haarig ist, er ist der einzige Nager, dem ich hier mir anvertrauen kann. Der Gut ist ja äußerst sattlich, meinen Sie nicht? Das ist doch ein Hamster, oder? Natürlich ist das ein Hamster und ein echter Prachtkerl dazu, wie ich finde. Als ich mit der Arbeit anfing, war ich so schrecklich einsam, also habe ich ihn mir gekauft. Aber da er immer die Tischreste zu fressen bekommt, ist seine Ernährung etwas gehaltvoll. Er ist wirklich dick geworden und wenn er nicht ein bisschen abnimmt, dann wird er mir noch krank. Das arme Tierchen. Könnte ich dich um etwas bitten, mein Junge? Willst du meinen Hamster etwas ausführen? Ich bringe es nicht übers Herz, ihn auf die Diät zu setzen, verstehst du? Aber bei all der Gänseleber, den Eclairs und den anderen Leckereien platzt er bald aus allen Nähten. Sie wollen also, dass wir den kleinen Vielfraß wieder in Form bringen? Juhu, abgemacht. Ich meine, was sagen Sie dazu, Professor? Können wir ihn ein wenig ausführen? Nun, ein wahrer Gentleman versagt niemandem seine Hilfe, selbst wenn es ein Nager ist. Wir nehmen Ihren Hamster gerne in unseren Obhut, wenn Sie das wünschen. Oh, ich danke Ihnen. Sie tun mir damit einen riesigen Gefallen. Der Hamster ist in den Koffer des Professors eingezogen. Na, ob das gesund ist? Du kannst mit dem Hamster spielen, indem du das Hamster-Symbol im Koffer des Professors berührst. Ach ja, eine Sache noch, mein Junge. Da wir uns ja eine Weile nicht sehen werden, würdest du ihm diesen Apfel geben? Die isst er so gern. Oh, der Kleine wird mir fehlen. Bitte gib auf ihn Acht. Nur keine Sorge, er ist in besten Händen. Oh, wie soll man denn unser Haustier denn nennen? Es ist ein Hamster, weil wir letztens Hamtaro gezockt haben. Nennen wir es doch einfach mal Hamtaro. Auch wenn er nicht wie Hamtaro aussieht. Na, du kleiner Prachtkerl, wollen wir uns ein wenig die Beine vertreten? Du kannst wirklich mit Tieren umgehen, Luke. Schon hast du einen neuen Freund. Stimmt, Professor. Okay, dann möchte ich mich hier noch einmal umsehen. Okay, das hat mir schon irgendwie nicht schlechten Hinweis zu finden. Am ersten Tag haben die wie angeflogen, aber hier verstecken sie sich echt gut. Naja, bringt nichts. Weiter geht's. Mal kurz alles hier anklicken. Ich wollte da nicht wieder
hab die Tür doch gar nicht berührt. Ich habe den Mann angeklickt. Ich habe es gesehen. Ich habe seine Haare berührt. Ich habe seine Haare berührt. Professor, wollen wir nicht etwas essen? Mein Magen krummelt wie verrückt. Ja, ich wollte eigentlich auch den Ba... Ich tippe den Mann hier an. Hallo. Ich hab doch den Mann ange... Dann halt nicht. Keine Hinweismünzen für mich mehr. Naja. Es tut mir wirklich unsäglich leid, werte Herren. Leider habe ich gerade keinen einzigen freien Tisch. Nun, das ist schade. Das ist es ohne Zweifel, mein Herr. Dürfte ich Ihnen die Wartezeit mit einem Rätselchen verkürzen? Okay, Rätsel Nummer 007. Paare bei Tisch. Vier Ehepaare sitzen zusammen im vollen Speisewagen. Jeder sitzt entweder neben seinem Partner oder diesem gegenüber. Dazu weißt du Folgendes. Die Müllers sitzen beide im Gang. Herr Moser mit dem buschigen Schnauzbart sitzt neben seiner Gattin. Herr Meier sitzt seiner Gattin gegenüber. Kannst du nun sagen, wo Frau Merz sitzt? Kreise sie ein und berühre dann Antwort. Okay. Das ist schon mal Familie. Moser. Ich weiß, wunderschön. Mach mal einfach. O. S für Moser. Okay. Die Müller sitzen beide am Gang. Okay, dann sind das hier die Müllers. So. Herr Meier sitzt seiner Gattin gegenüber. Es ist das Herr Meier. Wunderschön. Kannst du nun sagen, wo Frau Merz sitzt? Ja, kann jetzt eigentlich nur noch E sein. Nun die Probe aufs Exempel. Ah, ganz famos. Ganz genau. Der schnauzbärtige Herr Moser sitzt neben seiner Gattin, also müssen am linken Tisch jeweils beide Paare nebeneinander sitzen. Herr Meier sitzt gegenüber seiner Gemahlin, also müssen Meiers am rechten Tisch sitzen. Am diesen Tisch sitzen auch Müllers, und zwar am Gang, wie wir wissen. Dann bleibt nur ein Paar, nämlich E und F, und das sind die Merzens. Sehr richtig, die Herrschaften. Es heißt ja, ein wenig Grübelei bringt den Appetit in Schwung. Oh, und anscheinend ist auch gerade ein Tisch frei geworden. Ich mache ihn nur rasch wieder fertig, dann geleite ich sie sogleich zu ihren Plätzen. Toll, ich verhungere schon fast. Sieh an, der Tisch ist endlich angerichtet. Lassen Sie uns durch, ja? Mit Verlaub, werte Dame. Aber leider waren diese beiden Herren hier schon seit mehrere... Frechheit! Was wagt ihr so mit uns zu sprechen? Diese beiden Menschen vorzuziehen? Ich bin empört! Bei aller Hochachtung, Madame. Aber die Herrschaften waren nun mal vor Ihnen hier. Er lässt uns nicht warten. Hat er das verstanden? Keine Sekunde. Platz da und aus dem Weg. Aber Madame... Unverschämtheit. Ich bin untröstlich, die Herren. Im letzteren Wagen gibt es einen wunderbaren Zugterrasse. Darf ich Sie herzlich bitten, dort einige Minuten zu verweilen, bis der nächste Tisch frei wird? Aber ich bitte Sie, mein Bester, wir haben volles Verständnis für Ihr Dilemma. Wir schauen uns die Terrasse an und kommen dann später wieder. Luke und Professor Layton beschließen, die Zugterrasse zu besuchen. Okay, ich möchte jetzt einmal in den Rätselindex gehen. Einmal den Rätsel Nummer 006. Nein, Rätsel Nummer 006 fehlt uns.
Da muss ja rein theoretisch davor irgendwo Rätsel Nummer 006 sein. Redest du jetzt mit mir? Ach, jetzt hast du ein Rätsel. Ich fahre zu Oma und wo fahrt ihr hin? Eigentlich suchen wir eher nach etwas, meine Kleine. Wir wissen nur leider nicht wo. Darum schauen wir uns in diesem schönen Zug um, bis wir einen Anhaltspunkt finden. Oh, das klingt aber anstrengend. Hey, wollt ihr mal ein Rätsel hören? Dann geht's euch gleich besser. Na dann, Rätsel Nummer 24. Du bist aber nicht Rätsel Nummer 6. Okay. Du wolltest eine Papierstreifen in der Mitte falten, doch leider ragt eines der Enden einen Zentimeter weit über das andere hinaus. Du versuchst das erneut, aber leider ragt diesmal das andere Ende einen Zentimeter hinaus. Nun hast du den Streifen also zweimal gefaltet, aber wie weit sind die beiden Knicken eigentlich voneinander entfernt? Ja, ein Millimeter, ne? Nun die Probe aufs Exempel. Nein, zwei. Man muss auch verlieren können. Oh, mein Gehirn ist eingeschlafen. Mein Gehirn ist eingeschlafen, würde ich mal behaupten. Nee. Nee. Nicht. Millimeter. Also doch ein Zentimeter, aber Millimeter. Kein Rätsel ohne Lösung. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Sehr exakt. Die Entfernung zwischen beiden Knicken beträgt 1 Zentimeter, sprich 10 Millimeter. Wenn dir die Visualisierung schwerfällt, dann stell dir mal vor, die Streichholzschachtel oben wäre genau 1 Zentimeter hoch. Jetzt entferne eine der Seiten. Auf einmal sieht die Schachtel von der anderen Seite aus wie dein Streifen Papier. Die übrige Seite steht somit für die Entfernung zwischen beiden Knicken. Stimmt, Mann, ihr zwei seid ja richtig, richtig schlau. Viel Glück bei eurer Suche und so. Ja, aber wo ist Rätsel Nummer 006? Mal gucken, wenn wir zurückgehen, ob da jetzt ein Rätsel für uns ist. Ich will dir ja nicht die gute Laune verregen, aber hier kommen nur VIPs rein, klar? Okay, da kommt man jetzt nicht hin. Aber wir haben eindeutig Rätsel Nummer 006 verpasst. Naja. Zur Not gibt es bestimmt wieder Oma in die Kammer. Herzlich willkommen im Monetary Express, werte Fahrgäste. Darf ich Ihnen eine kühle Erfrischung oder eine herzhafte Knabberei servieren? Oh, nein, danke. Etwas zu knabbern wollen wir eigentlich gerade nicht. Hätte ich mir ja denken können. Und dabei war das mein schönstes Servierlächeln. Naja, seit wir diesen protzigen Speisewagen haben, will eh keiner mehr meinen Knabberkram. Bei der Konkurrenz werde ich ja nicht mal meine Tasse Tee los. Ist das langweilig? Es dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis ich Feierabend habe. Habt ihr Lust, ein Rätsel für mich zu lösen? Na klar. Ach, das Rätsel Nummer 06 ja schon. Süße Türme, okay. Ein Rätsel für Steckermäuler. Du sollst diesen einladenden Stapel Pfannkuchen von linken auf den rechten Teller befördern. Doch kein Rätsel ohne Regeln.
Es darf stets nur ein Pfannkuchen auf einmal bewegt werden. Es darf kein Pfannkuchen auf einen kleineren gelegt werden. Bewege die Pfannkuchen so oft, wie du willst. Du darfst auch den mittleren Teller verwenden. Okay. Buttons. Okay, ja. So. So, geschafft. Jetzt bin ich dran. Haha, Kinderspiel. Sieben Züge. Ja, ich habe einen Fehler am Anfang gemacht.